Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe für euch heute eine tolle Kartenidee, die ihr super nutzen könnt, zum Beispiel für den Muttertag oder natürlich zum Geburtstag oder natürlich auch zu jedem anderen Anlass, aber ich glaube, so ein bisschen mit Blumen und so wäre Geburtstag und Muttertag da eine ganz schöne Variante. Diese Karte ist eine besondere Kartenform, also die kann wieder was. Und das zeige ich euch jetzt am besten gleich. Das ist nämlich eine schöne Klappkarte. Ich habe die bekommen von einem Teammitglied von mir, eine wunderschöne Karte. Und ja, die steht eben schon lange auf meiner To-Do-Liste. Und zwar hat mir die liebe Petra diese Karte geschickt. Und die möchte ich euch jetzt zeigen und dann mit euch in einer anderen Variante nachbasteln. Das funktioniert so, dass man hier vorne aufklappen kann. Wundert euch nicht, ich habe mir nur hier einen kleinen Kleber drüber gemacht. Und dann hat man hier, seht ihr das? Man kann dieses Dreieck auch noch runterklappen und hat dann so eine schöne Klappkarte, wo man hier den Platz hat für den Text, den man unterbringen will. Und so verschließt sich die Karte. Ihr könntet diese Karte auch super basteln, wenn ihr viele Unterschriften zum Beispiel braucht. Also wenn ihr ein größeres Geschenk macht als Gruppe, viele Leute unterschreiben sollen. Oder wenn ihr viel Text unterbringen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch auf die Rückseite machen. Da hat man noch richtig viel Platz, um noch weitere Grüße unterzubringen. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist, wenn man da vorne vielleicht noch ein Foto drauf machen möchte oder so. Vielleicht, wenn es für die Mama ist und man macht ein schönes Bild von Mama und Tochter oder Sohn oder egal, von der Familie drauf, dann wäre das auch eine ganz tolle Idee. Also eine wunderschöne Karte. Vielen, vielen Dank, Peter. Ich liebe diese Karte, finde die so schön. Und dachte mir, mit diesem neuen Set, ich drehe die Videos übrigens vor, deswegen ist das Set für mich noch sehr, sehr neu, passt es einfach perfekt. Das ist dieses Online-Set, das kann man im Exklusiv-Online-Bereich von Stampin' Up! Auf dem Online-Shop anschauen. Das ist mein absoluter Favorit und ich möchte euch die nächsten Videos auch mit diesem Set arbeiten, weil ich das so schön finde. Und da habe ich mir verschiedene Ideen dazu überlegt. Und weil ich das auch sehr schön finde, dass man gerade zum Muttertag zum Beispiel oder auch zum Geburtstag so eine kleine Kombination aus Karte und Verpackung macht, kommen auch jetzt dann noch zwei Videos von mir mit einer passenden Verpackung. Deswegen starte ich jetzt so ein bisschen schon mit dem, was dazu passen würde. Ich werde euch nämlich in einem der nächsten Videos eine Box dazu zeigen. Die würdet farblich, könntet ihr genau anpassen. Und auch ein Blumenkörbchen, das so groß sein kann oder auch klein. Also diese Videos kommen die nächste Zeit. Einmal dieses große Blumenkörbchen oder das kleine, kann man natürlich auch mit Süßigkeiten füllen. Werde ich euch verlinken, sobald es online ist, hier oben unter dem weißen i. Würde jetzt perfekt zum Muttertag passen. Und diese Verpackung wäre vielleicht auch wunderschön als Geburtstagsböchslein, wo man noch was Schönes reintun kann. Ihr werdet da auch verschiedene Varianten sehen. Man kann auch hier oben was mit dieser schönen Box anstellen. Da ist noch was versteckt. Das seht ihr dann eben in dem Video, das ich euch jetzt auch hier oben unter dem weißen i verlinke. Sobald es dann freigeschaltet wird und online ansehbar ist, könntet ihr das super kombinieren. Ich finde es immer ganz schön, wenn man so passend was dazu hat, was man auch machen kann. Hier habe ich es jetzt so gemacht, dass ich ein kleines Band als Verschluss hingemacht habe, die beiden Blüten in den Vordergrund gesetzt habe. Das ist jetzt mit Lindgrün und Pfauengrün gestaltet. Und ein bisschen das Augenmerk möchte ich setzen auf diesen Bereich hier hinten, denn den zeige ich euch in verschiedenen Varianten. Zunächst aber würde ich jetzt einfach mal das Band nach unten schieben. Weiß ich gar nicht, ob wir es komplett aufmachen müssen. Mal gucken. Vielleicht kann man es sogar ein bisschen dran lassen, dass man nicht wieder dieses Gefummel mit der Schleife hat. Und dann kann man das eben hier so aufklappen. Und ihr seht hier die Innenseite. Also man kann es auch komplett runterklappen. Ich habe jetzt eben nur das Band unten dran und hat auch diese tolle Form. Ich gucke gerade, wenn man das Band dran lässt, ob man es dann auch so aufstellen könnte. Also man könnte es auch so aufstellen, aber schicker ist es natürlich nicht. Genau. Wie gesagt, die Innenseite ist gestempelt. Da könnt ihr euch schon austoben. Und ich habe es jetzt bei dieser Karte so gemacht, dass ich diese Kreise im Hintergrund einzeln ausgeschnitten habe, also einmal außenrum geschnitten habe. Bei der nächsten Karte, das ist diese Variante, habe ich so gemacht, dass ich die komplette Stanzform ausgestanzt habe und die Blumen in den Hintergrund gestempelt habe. Das ist ein bisschen bunt, also man sieht es jetzt hier vielleicht nicht ganz perfekt, dass dieser Rahmen hier das Ganze noch so umringt, aber vielleicht als Idee wäre das auch noch eine Möglichkeit, wie ihr das gestalten könnt. Genau, hier eben die andere Farbvariante und mit einem goldenen Band verschlossen. Dann kann man das wieder hier so aufmachen, einmal runterklappen. Ich zeige es euch wieder so von oben und lasse das Band in diesem Fall dran. Aber ihr wisst, was ich meine.
Dann hat man noch eine zweite Farbidee, Farbgestaltung. Was ich gut finde an dem Band ist, dass diese Klappe hier vorne ein bisschen festgehalten wird, dass es nicht so leicht aufgeht. Muss man nicht machen, man könnte auch Magnet einarbeiten. Vielleicht machen wir das heute gleich, dass wir das Ganze noch mit Magnet verschließen. Wäre auch eine coole Möglichkeit, weil wir machen noch eine dritte Variante und dann könnt ihr am Ende aussuchen, was euch am besten gefällt. Genau, jetzt starten wir einfach mal und ich zeige euch dann nachher nochmal genau, was ich meine mit dieser Stanzung und diesem Rahmen für die Blumen. Als Material braucht ihr auch gar nicht so viel, finde ich. Die Karte sieht wahnsinnig aufwendig aus, aber eigentlich ist sie ganz einfach. Also als Material nehme ich jetzt einmal Farbkarton in Grundweiß. Wobei, ich habe bestimmt den extra starken benutzt. Ich blende euch jetzt mal die Nummer von dem extra starken Grundweißpapier ein. Ich nehme eigentlich immer den extra starken. Habe den aber hier jetzt noch mit dem normalen drin. Ich nehme als Grundfarbe für meine Klappkarte Lindgrün. Und das Designerpapier heißt Designerpapier Faszinierend Floral. Hat diese Bestellnummer und ihr findet das in diesem Online-Exklusivbereich auf der Online-Shop-Seite. Ich verlinke euch mal meine Internetseite hier oben. Da könnt ihr drauf gehen und dann den Online-Shop anklicken. Und dann kommt ihr auch auf diese verschiedenen Kategorien und könnt euch diese Sachen aussuchen. Die gibt es wirklich nur im Online-Shop zu sehen, nicht in einem Katalog abgedruckt. Und das ist wunderschön. Ich liebe dieses neue Set. Als Maße habe ich hier die Grundkarte in Grundweiß. In dem Maß 29 x 14,5 cm und es ist schon gefalzt an der langen Seite bei 14,5. Das heißt, wir haben hier so eine typische große Klappkarte, die wir uns gleich noch zurechtschneiden. Dann habe ich zweimal Grundweiß in dem Maß 10 x 10. Das ist einmal für unseren Aufleger vorne und einmal für innen rein in unsere Klappkarte. Hier seht ihr das. Diese Größe hat es eben zweimal. Dann habe ich die Frontkarte, nenne ich sie mal. Das ist jetzt eben diese Klappkarte, die man vorne so aufmachen kann. Hier benutze ich jetzt Lindgrün. Und die ist 21 x 10,5 cm und an der langen Seite auch schon gefalzt bei 10,5, damit ihr eben hier auch eine Klappkarte habt. Und dann habe ich noch zweimal Designerpapier in dem Maß 14 x 14 cm und einmal in 10 x 10 cm. Und hier kommt es ein bisschen drauf an, wie ihr vorne die Gestaltung machen wollt, aber das ergibt sich im Prinzip von selber. Jetzt starten wir mal los mit der Grundkarte. Und ich nehme meinen Papierschneider und lege mir jetzt die Karte so ein. Also wir können die uns schon einmal ordentlich nachfalzen in der Mitte, wo wir es schon gefalzt haben. Und jetzt lege ich sie mir so rein, an der kurzen Seite oben an und klappe sie mir einmal auf. Und jetzt bräuchte ich definitiv mehr Platz. Habe ich aber leider nicht. Oh oh. Ich habe da nämlich schon alle Boxen fürs nächste Video stehen. Ich habe heute Videodrehtag. Und jetzt mache ich das Ganze so, dass ich mir hier unten in diesem unteren Bereich, also hier ist die Falzlinie, die sieht man einigermaßen, ja jetzt gut, dass ich mir hier eine Diagonale reinschneide. Und zwar lege ich mir dafür diese Falzlinien-Ecke hier oben und meine Spitze hier unten genau auf meine Rille hier an. Ich kann noch ein bisschen weiter hochgehen und vielleicht euch noch ein bisschen näher reinnehmen. Ups, das war jetzt auch noch. Also hier ist meine Falzlinie, genau hier oben. Die lege ich mir genau auf die Rille und meine Spitze von der Karte auch genau in diese Rille rein. Und dann schneide ich mir das einmal schön durch. Damit habe ich schon diese Form von meiner Klappkarte. Das klappe ich nachher dann nach oben und hier kommt die innere Klappkarte rein. Also ihr seht, das ist super einfach, aber wirklich total schön dann im Endeffekt als Effekt. Und was ich jetzt noch machen muss, ich nehme mir noch eins von meinen Designerpapieren. Die haben ja das Maß 14 x 14 und eins davon schneide ich diagonal ab. Dazu muss ich jetzt nur überlegen, welches ich wo haben will. Also ich habe ein bisschen unterschiedliche Designe gewählt. Ich würde sagen, dass ich dieses hier als meine Auflagefläche für meine beiden Dreiecke verwende und deswegen schneide ich mir das jetzt einmal in der Mitte durch. Dazu lege ich mir wirklich die Spitzen schön in diese Rille rein, die obere und die untere. Es kommt ein bisschen darauf an, wie scharf eure Klinge jetzt ist, ob ihr das Ganze in einmal durchziehen könnt, wenn ihr eine scharfe Klinge habt oder wenn es ein bisschen nicht ganz so scharf ist, so wie bei mir, dann mache ich es meistens so, dass ich in der Mitte nach oben schneide. Und dann noch einmal nach unten schneide irgendwie.
tut man sich da leichter, finde ich. Dann habe ich meine beiden Elemente und die kann ich jetzt schon mal auf meine Karte mit draufkleben. Ich schnappe mir jetzt gleich mal den Flüssigkleber und wir können auch gleich anfangen mit Aufkleben. Mein großes Element, das klebe ich schon mal hier oben auf diese große obere Seite, obere Kartenfront. Das ist jetzt einfach das, wo noch ganz ist. Mit dem Maß 14x14. Da haben wir dann so einen leichten Rand. Oh, jetzt habe ich auch noch schief aufgeklickt. Na, schau mal. Jetzt kann es noch ein bisschen ruckeln. Naja, es geht einigermaßen, aber es ist nicht perfekt. Okay, jetzt müssen wir uns entscheiden, welche machen wir hier unten drauf. Lieber so ein bisschen mit Blattwerk oder ist das dann so viel? Also ich würde jetzt eher die dezentere Seite wählen. Ich finde, das Designerpapier ist wunderschön. Das sind voll meine Farben. Vor allem diese blaue, blau-grünen, die sind wirklich genau meins. Wenn ihr das Video seht, dann ist es ja schon fast ein alter Hut. Aber es gibt da jetzt eine große Farbänderung bei Stampin' Up. Und da kommen auch ein paar ganz tolle Farben zurück, wie Pfauengrün, meine Lieblingsfarbe. Lagunenblau finde ich auch wunderschön. Und die sind jetzt hier in diesem Designerpapier ja schon richtig verarbeitet. Okay, genau. Also jetzt einfach diese dreieckige Karte nochmal nach oben klappen und da diesen anderen Bereich auch gleich aufkleben. Dann haben wir schon mal eine schöne Grundkarte. Wenn ihr den hinteren Bereich nutzen wollt, dann tut es natürlich auch gerne draufstempeln und alles. Da guckt ihr mal, was ihr alles braucht. Und jetzt haben wir eben noch diese Klappkarte in Lindgrün. Da kommt nachher dann, das bestemple ich aber zuerst, dieses kleinere 10x10 cm Teil innen rein. Und außen drauf ist es jetzt so, da kommt es ein bisschen auf eure Deko an. Ich mache es jetzt so, mein kleines Designerpapier, das klebe ich hier gleich mal vorne drauf. Ich mache das auch schon mal. Weg vom Tisch. Somit haben wir diese Variante, die uns zwei Möglichkeiten gibt. Entweder wir machen es so wie jetzt, ich heute in diesem Video, ich habe das zweite Element mit 10x10 cm und habe mir diese Stanz von mir einfach reingelegt und einmal ausgekurbelt. Jetzt zeige ich euch mal die Stanzform. Also es gehört alles zu dem Set Florale Freundschaft. Das Stempelset hätte diese Bestellnummer. Ich blende euch aber auch das Produktpaket ein, wenn ihr dazu auch die Stanzformen haben möchtet. Und zwar ist das diese wunderschöne Kreisstanzform und man hat noch diese tollen langgezogenen Stanzformen. Wir benutzen das heute eben alles. Die habe ich mir jetzt einfach so ausgekurbelt. Und ich habe es auch noch so gemacht, dass ich mir so einen hinten drauf dieses Klebepapier von Stampin' Up gemacht habe, dass ich das nicht alles einzeln mit Punkten aufkleben muss, mit kleinen Klebepunkten, sondern dass ich das eben komplett aufkleben kann. Wenn ihr es jetzt so machen wollt, wie auf dieser Karte hier, wenn ihr nur diese Ränder haben wollt und nicht dieses weiße Rahmen, den weißen Rahmen außenrum, also wenn ihr einfach sagt, ich möchte mehr von meinem Designerpapier im Hintergrund sehen und es soll nur so eine kleine, zarte Verzierung sein, dann könntet ihr euch jetzt mit der Schere einfach hier an dem Rand diese Kreise abschneiden und dann habt ihr nur dieses wunderschöne Kranzelement. Das funktioniert perfekt. Oder wenn ihr es so machen wollt, wie auf meiner dritten Beispielkarte, wenn ihr sagt, ich möchte die Blumen in den Hintergrund setzen, was bei dieser Karte jetzt nicht ganz so gut zur Geltung kommt, weil das Papier vorne so viel, weil das so belebt ist, sage ich mal. Wenn das jetzt ein einfarbiges Papier wäre, würde es viel besser rauskommen, glaube ich. So sieht man diese Rahmen, diese zarten Rahmen ein bisschen schlecht. Also das würde ich eher machen, wenn ich jetzt nicht so ein, wenn das einfach ein schlichteres Papier vorne drauf wäre, das Designerpapier, dann müsstet ihr euch, bevor ihr dieses Element aufklebt, die Stanzform einmal durchkurbeln. Und das Ganze dann am besten mit Dimension aufkleben, dass ihr dann im Hintergrund eben dieses schöne weiße Papier bestempeln könnt. Also da könnt ihr jetzt an dieser Stelle gucken, wie möchte ich es machen. Ich wollte euch drei Elemente zeigen oder drei Formen, die ihr machen könnt. Deswegen habe ich das jetzt schon mal hergerichtet. Ich werde es jetzt hier einfach so aufkleben. Und zwar, wie gesagt, einmal durchgestanzt. Wir stanzen gleich nochmal zusammen, aber das habe ich jetzt schon mal gemacht. Dann kann ich das jetzt hier gleich draufkleben. Und mit dieser Klebefolie, ich vergesse die meistens, aber wenn ich dran denke, bin ich immer total happy, weil dann ist es total einfach, das hier gleich aufzubringen.
Okay, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren, weil die klebt natürlich super. Dass der Rahmen dann auch einigermaßen schön ist. Ich leg's mir mal kurz mehr vor die Nase. Somit ist hier meine Grundbasis für die Frontseite der Karte schon mal geschaffen und kann jetzt auf diesem Ganzen noch aufdekoriert werden, so wie bei dieser Karte. Und hier ist eben nur dieser Rand. Und deswegen können wir jetzt auch gleich ans Stempeln gehen. Okay, ich starte jetzt einfach mit der Farbe Osterglocke und Lindgrün. Und ich habe auch noch Pfauengrün, und zwar, das habe ich schon hergerichtet. Pfauengrün hat diese Bestellnummer. Ich habe mir die große Blüte schon mal aufgestempelt. Mache jetzt mit euch die kleine Blüte, und zwar mache ich die eben jetzt in Osterglocke. Ich nehme jetzt hier einfach mal das Restpapier von vorher. Ihr schaut einfach, was ihr habt. Ich wollte jetzt versuchen, farblich so ein bisschen zu dieser Karte das Ganze, zu dieser Box das Ganze passend zu machen. Deswegen orientiere ich mich jetzt so an diesen Farben. Aber ihr könnt natürlich alle Farbkombinationen, die ihr wollt, benutzen. Und ich habe jetzt hier schon mal aufgestempelt diese beiden Blätter. Die stanzen wir jetzt auch gleich zusammen aus in Lindgrün. Und mit diesen Farben gehe ich jetzt auch so ein bisschen außen rum, um mein inneres Designer, inneres Schreibpapier sozusagen von meiner Klappkarte. Das heißt, ich mache mir hier einfach schon mal ein paar Blätter hin, rahme mir das so ein bisschen ein. Vielleicht brauche ich den gar nicht, reicht der große. Das ist wunderschön, weil das hier eben so ein Dreier-Element ist und so ein Zweier-Element. Und die unterschiedlich sind. Das eine ist gefüllt und das andere ist nur mit Rand. Und das finde ich, sieht so schön aus. Das macht es total elegant. Und die kleinen Punkte mache ich jetzt auch so ein bisschen in Gelbtönen hier oben drüber. Und jetzt ist natürlich die Frage, soll man mit Bermuda-Blau da auch noch was reinmachen? Passt natürlich schon ganz gut. Mit Bermuda-Blau sehe ich schon, mit Pfauengrün. Da könnte man vielleicht auch noch hier unten ein kleines Blümchen hinmachen. Mache ich mir den schnell sauber. Also bei mir ist es jetzt gerade März. Wir haben gerade erfahren, was für Farben bleiben und was für Farben gehen. Deswegen war ich jetzt irgendwie auf Bermuda-Blau. Genau. Dann seht ihr, hier unten ist die kleine Blume noch eingearbeitet und so ist meine Innenseite. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch noch einen Spruch reinmachen. Zum Geburtstag passt es immer, oder eben, wie gesagt, als Muttertag finde ich, das ist eine ganz tolle Karte. Und dann stanzen wir uns die Teile gleich zusammen aus. Was ich auf. mir jetzt hier auch gleich ausstanze, sind diese kleinen Blätterchen, die da noch dabei sind. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen mehr Dekoration und das kann man gleich alles in einem Schwung durchkurbeln. Wie gesagt, die große Blüte habe ich schon. Falls ihr die noch ausstanzen wollt, macht das hier gleich mit. Dann habt ihr alles in einem Schwung ausgekurbelt und haben hier lauter schöne Stanzelemente. Und diese feinen, zarten Blätter hier, die sind auch so schön. Ich piek's mir das jetzt hier kurz raus mit der Schere. In der Hoffnung, dass es gleich rausgeht. Nee, ich brauche meine Nadel. Wo ist denn meine Nadel? Mir ist sie echt ein bisschen eng heute. Und dann mache ich mir hier hinten einfach Flüssigkleber drauf und klebe mir das Ganze schon mal in meine Karte rein, damit die schon mal schön beschreibbar ist. Und mache mir jetzt einfach auf die Rückseite auch Flüssigkleber. Okay. Und das Ganze setze ich mir jetzt hier in meine Karte auf. Und zwar, ich klappe das auseinander. Ich orientiere mich an den Rahmen und schaue, dass es einigermaßen mittig ist. Und dann mache ich aber so, bevor ich die ganz aufklebe, klappe ich mir das Unterteil schon einmal kurz hoch und mache es dann ganz zu. Das liegt daran, dass ich manchmal nicht ganz sicher bin, ob die Karte dann nochmal perfekt schließt hier unten. Also wenn ich mich jetzt nur an dieser Karte orientiere, an der Außenkarte, an der großen oben, könnte es passieren, dass es hier ein bisschen eng wird. Ich hatte gerade überlegt, ob wir jetzt noch den Magnetverschluss nachträglich reinmachen könnten, ob wir das überhaupt sollten, weil der muss ja irgendwo hier vorne unten rein und dann noch hier hinten unten rein, damit diese Karte verschlossen bleibt. Aber ich glaube, das sieht man dann ziemlich. Wahrscheinlich dullt sich das dann hier so auf und ich glaube, das würde mir jetzt nicht so gut gefallen. Deswegen würde ich es, glaube ich, doch nicht mit Magnetverschluss machen. Ich würde es jetzt einfach so lassen, wie es ist. Und falte mir das hier nochmal so richtig schön nach, weil dann bleibt die Karte in der Regel auch gut verschlossen. Und wenn ihr wirklich Probleme habt und ihr sagt, es steht mir viel zu weg,
viel zu weit ab, diese Karte hier vorne, weil meine jetzt wirklich schön verschlossen ist, also das sieht man ganz gut. Die ist eigentlich super perfekt so. Könntet ihr euch eben unten einen Band hin machen oder man könnte natürlich hier oben rum so ein Band wickeln und da dann die Schleife hin machen, die man dann aufmachen muss und dann kann man die Karte öffnen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, ich würde es tatsächlich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, gar nicht mit Magnet verschließen, weil nicht, dass es mir hier vorne so eine Deule macht, wo der Magnet dann versteckt ist. Und wenn man es hier unten hin machen würde, dann würde man die Beule halt hier sehen. Weil ich gedacht habe, wenn wir die Blumen da drüber dekorieren, ich glaube, ich würde es so lassen. Ich könnte es natürlich versuchen, aber ich glaube, ich würde auf den Magnet tatsächlich verzichten. War vielleicht doch nicht so eine gute Idee am Anfang von mir. Genau, meine Blümchen bringe ich so ein bisschen in Form. Ich ziehe mir die ein bisschen so über mein Falzbein, dass die nicht so ganz platt sind. Das finde ich immer ganz schön. Ihr könntet die auch innen nochmal stempeln, nochmal ausschneiden und drüber kleben, dass ihr noch so mehr Lagen habt. Aber ich finde eigentlich, braucht es das nicht unbedingt. Ich finde das so sehr schön und kann mir das jetzt hier vorne so richtig schön dekorieren. Hier habe ich noch in Celadon gestanzte Teile. Celadon würde da von der Farbe sehr gut dazu passen und leider geht das raus. Also Celadon ist wirklich eine Farbe, an der hatte ich, ich habe so Hoffnung gehabt, dass die Farbe bleibt, aber ja, die ist leider, die geht leider. Dafür ist Lagunenblau sehr ähnlich, finde ich, und auch sehr, sehr schön. Aber wenn ihr Celadon habt und es auch so gerne mögt wie ich, dann könntet ihr das auch schön kombinieren. Von der Farbe wird das hier auch wunderschön dazu passen. Finde ich. Ich mache jetzt hier hinten drauf die Abstandskleberchen. Setze die Blümchen so ein bisschen übereinander, nebeneinander. Als großes vorderes Element hier drauf. Und dekoriere mir jetzt den Hintergrund einfach noch so ein bisschen die Blätter rein. Ich finde, die sind auch wirklich toll. Und das mache ich ja auch so, dass ich mir die Blätter noch ein bisschen forme. Ja, ich Bleistift auf der Rückseite. Geht euch das auch manchmal so? Mit meinem ganzen Restpapier, dass ich da manchmal hinten drauf auch was habe. Meistens fällt es ja gar nicht so auf. Manchmal ist es blöd. Aber kann schon mal passieren. Wenn es ganz schlimm wäre, könnte man es nochmal ausstanzen. Aber hier geht es schon. Genau, und dann dekoriere ich mir das Ganze so ein bisschen aus. Das macht total Spaß. Das ist wie so Blumengesteck machen irgendwie, dieses Dekorieren von dieser Karte. Und die könnt ihr auch so ganz leicht biegen. Und die mache ich auch mit so Flüssigkleberklecksen noch schön fest. Ah, genau, eine Sache muss man hier beachten. Gut, dass ich jetzt noch dran denke. Weil, wenn wir nämlich nachher die Karte aufmachen, vielleicht kann ich es noch rausnehmen. Ich glaube, den mache ich woanders hin. Dann, und die Karte so aufklappt, dann knickt mir das manchmal hier so um, wenn ich hier zu weit rausgehe mit meinem Element. Also da möchte ich gucken, dass das... Wobei, da wird es dann nicht mehr so schön. Vielleicht ist es hier fast besser. Eigentlich muss es dahin. Von meinem Gefühl muss es eigentlich dahin. Dann muss ich schnell hier unten... Genau. Jetzt sieht man es nicht mehr gescheit, Mensch. Okay, ich muss mich damit abfinden, es muss so sein. Wenn ich es jetzt hier zu weit rausschauen lasse, dann knickt mir das hier immer ein, wenn ich die Karte ganz aufmache. So geht es noch einigermaßen. Also so kann ich es schon noch in Ruhe öffnen. Ein bisschen geht es im Weg um, aber nicht so stark, wie wenn ich es jetzt hier schön da zur Seite mache, so wie ich es zuerst dekoriert habe. Da könnt ihr ein bisschen drauf achten. Genau, und dann noch schnell die anderen beiden hin. So nach unten ist kein Problem, da kann es ruhig aufgehen, ruhig weiter runter schauen. Ein bisschen weiter rein möchte ich es aber trotzdem haben, so von der Optik. Und dann habe ich noch eins. Mal schauen, wo ich das noch hin mache. Schön, ich finde, das ist so ein tolles Set. Ja, ich glaube, das könnte meine Mondblüten ersetzen. Die sind ja, gehen ja auch raus. Ich weiß gar nicht genau, wann ihr das Video sehen werdet. Also ich glaube, da ist dann schon fast der neue Katalog da. Das ist immer blöd, wenn man vorher aufnimmt, dass man dann nicht genau weiß, welche Daten hat man nicht alle im Kopf und was ist dann eigentlich los. Ich schnappe mir jetzt den Wink of Stella, den habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Ich finde aber, bei dieser Blüte ist der durchaus gerne mal hier vertreten und koloriere mir hier in der Mitte noch so ein bisschen Glitzy. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch mit den Schwämmchen oder mit den Blends, also mit den Schwämmchen oder mit diesen Schwämmchen, den da hier mit diesen Pinselchen so ein bisschen von innen raus kolorieren.
Oder eben mit den Fingerschwämmchen habe ich es auch schon gemacht. Dass da noch ein bisschen mehr Farbe entsteht, aber ich finde, das ist mit diesem süßen Wink auf Stella auch toll. Bisschen Glitzer, vielleicht auch auf die Blätter. Seht ihr es überhaupt? Es ist einfach ganz zart und schön. Ich mag das sehr gerne. Und dann nehme ich mir noch diese wunderschönen, funkelnden, kleinen Glitzis. Ich nehme jetzt tatsächlich auch die gelben. Die heißen Lose Akzente in satinierter Glasoptik. Haben diese Bestellnummer, gehören auch zu diesem ganzen Set hier dazu. Passen da wirklich perfekt. Ich habe auf dieser Karte mit diesen Pfauengrünen gewerkelt. Und hier in der Mitte finde ich es ganz toll, weiß ich aber jetzt gerade nicht, ob die bunter Schimmer noch im Sortiment sind. Die finde ich passen das sehr, sehr gut. Die hätten diese Bestellnummer, falls es die noch gibt. Die finde ich passen in der Mitte sehr, sehr gut, weil es dann einfach die Mitte nicht so stark ausfüllt wie jetzt mit so einem gelben Element. Also ihr könnt es mal als Vergleich, wenn ich jetzt mal so ein gelbes hin tue. Das kleine finde ich geht gut. Das große wäre mir jetzt zu wuchtig für diese kleine Blüte. Weil in der Kamera schaut sehr gut aus. Aber so direkt davor finde ich diese kleinen glitzerigen hier ein bisschen schöner. Und dann klebe ich mir diese Punkte noch auf. Muss mal überlegen, wo ich die hinmache. Ich glaube, ich mache die gleich hier hin. Und jetzt nur ein feiner Klebepunkt. Das ist so ein bisschen Schwierigkeit. Machen wir es gleich hier oben hin. Oh, weil das batzelt mir jetzt raus, das sehe ich schon. Das war zu viel Kleber. Eieiei, weil ich mir so Mühe gemacht habe. Zum Glück trocknet das durchsichtig ab. Das wäre schön, wenn die selber kleben würden. Okay, schaut nicht ganz so genau an die Klebepunkte hin. An die Punkte, an diese Perlen. Da muss ich dann noch gucken, dass ich den Kleber da noch ein bisschen wegkriege. So. Aber die Karte ist wunderschön. Ich finde, die sieht so toll aus. Ich gehe mal ein bisschen raus, dass ihr das auch gescheit seht und nicht so nah. Diese kleine Blüte macht sich total gut, oder? So schön. Wunderschön. Also ich finde auch diese Perlen da echt toll. Wer möchte, könnte jetzt noch ein Band außenrum wickeln. Hier würde vielleicht auch das Silberne ganz gut passen oder ein Goldenes, also wie ihr wollt. Ich lasse es jetzt einfach so. Ich finde, das ist eine ganz tolle Karte geworden. Ich mag auch dieses Weiße hier im Hintergrund ganz, ganz gut, dass das so einen Rahmen hat. Aber ich finde natürlich auch dieses ganz Dezente total schön mit diesen ganz feinen Ringchen. Und hier finde ich auch die Schleife total schön. Also ich finde die Karte einfach toll, muss ich schon sagen. Soll jetzt kein Eigenlob sein, sondern einfach, ich finde die Form schön. Ich bin total dankbar für diese wunderschöne Idee, liebe Petra. So schön und ich finde dieses Set toll und das ist halt schön, dass man damit so schön werkeln kann. Und wie gesagt, bald kommt noch was dazu, was ihr jetzt perfekt kombinieren könnt. Das passt jetzt vom Papier nicht, aber wenn man das farblich kombiniert, wenn man es zum Beispiel weiß macht und dann Designerpapier aufklebt, dann würde so eine Blumenbeuteltasche. Achso, vielleicht wundert ihr euch, das sind die Henkel, aber man könnte die Henkel auch so machen. Das würde auch sehr gut dazu passen, wollte ich Ihnen an der Stelle nur sagen. Wenn wir jetzt diese rosane Abteilung haben, wäre das ein wunderschönes Set zum Verschenken. Genau, oder eben das hier dann dazu. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr mögt hoffentlich die Karte genauso gerne wie ich. Ich finde die total toll und ja, wünsche euch da ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gut gefallen hat, dann könnt ihr mir auch gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf die Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Kreativ wird was Neues. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und einen schönen Muttertag an alle Mamis.